Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Giveaway. Heute gibt es 10 Waffen, die alle hier auf diesem Zettel stehen. Und wir fangen hier direkt mit der ersten Waffe an. Das ist die M4A1S Nitro. Ich habe jetzt hier übrigens keine Rangliste drin oder sowas. Ich zeige jetzt nicht die beste und später die schlechteste oder umgekehrt und hin und her. Ich habe es mir einfach lirum larum auf den Zettel aufgeschrieben und die haue ich halt einfach alle raus. Und so wie ich sie finde, zeige ich sie euch. Ja. Ein herrliches Teil mit 2 Stickern drauf. Thug Life, soweit ich es sehen kann. Und Gandalf oder so. Hab meine Brille nicht auf. Eine doch sehr beliebte Waffe. Als nächstes haben wir hier die StatTrak PB Bison Osiris. Um auch mal wieder eine StatTrak-Waffe dabei zu haben, denn ich glaube, letztes Mal hatten wir gar keine dabei im letzten Giveaway. Hier nun also eine PB Bison, ja, StatTrak. Ich spiele die Waffe extrem selten. Ich weiß nicht, ob es unter euch welche gibt, die die Waffe oft spielen. Aber es gibt sicherlich jemanden, der sich über den Skin freut. Die nächste Waffe ist die SSG 08 Ghost Crusader. Die ist richtig, richtig edel. Das war auch ein Personal Request, dass ich die auf jeden Fall mit reinnehmen soll. Ich finde das gesamte Teil auch ziemlich schick, wobei ich eine andere Waffe noch deutlich schicker finde und die kommt auch noch in dem Giveaway raus. Es ist auch eine Scout. Es erinnert schon wieder stark an Halo, finde ich, hier diese Zeichen und die gesamte Aufmachung. Wer weiß, was die Designer da so im Kopf hatten. Das ist halt schon ein schickes Teil, ne, auf jeden Fall. Da kannst du die Gegner richtig ausknipsen damit. Eine weitere Waffe hier in diesem Giveaway ist die AK-47 Elite-Build. Die gute alte Elite-Build oder gern genommen, gerne gesehen, gern genutzt. Also das ist doch was, das kann man auf jeden Fall kann man sich schenken lassen, oder? Das läuft schon, ne? Ich glaube auch, dass die AK meine Lieblingswaffe ist oder meine meistgespielte Waffe. Also nicht exakt dieser Skin, aber eben die Waffe. Kommen wir nun zu einer Pistole, die hier mit dem Giveaway enthalten ist. Es handelt sich um eine StatTrak 57 Violent Daimyo. Passt mal auf, das Krasse an dieser Geschichte ist, die ist Battle Scared. Guck mal. Battle Scared. Inspect. Factory New oder so, keine Ahnung, wo ist die? Ah, gut, hier oben vielleicht ein bisschen. Aber so auf den ersten Blick kein bisschen Battle Scared, oder? In welchem Battle wurde die denn gescared? Im Wattebausch-Kampf oder wie? Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie da diese Battle Scared-Geschichte zustande gekommen ist. Die sieht einfach bombig aus. Die sieht aus wie Brombeer, ne? Die nächste Waffe ist die P90 Module. Die ist auch durch einen privaten Wunsch praktisch ins Rennen gekommen. Ich gucke ja immer, dass ich nicht so extrem viele Blue Skins oder sowas dabei habe oder einfach Sachen, die, naja, wenig wert sind und hin und her. Aber ich werde dann doch immer wieder eines Besseren belehrt, weil viele Leute tatsächlich, und so sollen Skins eigentlich auch funktionieren, die Skins aufgrund des Aussehens eben auswählen und die Waffe finden wohl einige Leute sehr schick. Ich meine, klar, wenn man dieses Blau-Türkis oder was es ist, wenn einem das gefällt und man gerne die P90 spielt, man also ein Profi ist, also an der Stelle mal so erwähnt, dann ist die Waffe auf jeden Fall das Richtige und dann kann ich auch verstehen, dass ich, ja, guckt euch das Teil an. Mir gefällt die Scout an sich eh schon, also die Scout fand ich schon immer recht cool und dieser Skin, Detour, ich finde, hat einfach was. Weiß, schwarze Pfeile drauf und sowas, das gibt der ganzen Waffe nochmal so ein bisschen mehr Dynamik. Okay, gut, da hinten ist er vielleicht so ein bisschen abgeschraubt hinter vorne, aber ich meine, wenn man die Waffe halt jemandem in den Arsch reinrammt, ne, dann bleiben halt mal Spuren an der Waffe dran, ne? Der nächste Skin ist hier für diese beiden Pistols, für die Dual-Berettas, Ventilators. Das sind die Ventilatoren. Wenn man damit loslegt, dann fliegen die Feinde weg von einem großen Ventilator eben. Also ich nehme an und so weiter. Das sind schon echt schicke Teile. Ich kenne fast niemanden, der die Duals spielt. Aber hey, des Weiteren haben wir eine StatTrak Tech-9 Jumbi, ja. Für alle, die so diese Azteken-Geschichte oder alte, was, Maya-Prophezeiung. Hier ist der Kalender der Mayas mit drin, also die Welt geht bald nochmal unter. Für alle, denen sowas gefällt, ist die Waffe auf jeden Fall ein Schmankerl. Guck mal, hinten war, glaube ich, sogar ein Ziegenkopf drauf. Ist das da ein kleiner Ziegenkopf? Ich kann es nicht ganz erkennen, aber es ist irgendwas Cooles. Kommen wir nun zur letzten Waffe. Da haben wir eine StatTrak MP9 Bioleak. Sieht echt fesch aus, auf jeden Fall. Also für eine krasse Rush-Runde ist es die Waffe, die man braucht und man kann eben direkt die Punkte mitzählen. Ich habe euch schon mal 6 drauf gemacht. Einfach, dass ihr einen Start habt. So ein Kapital, okay? Ihr könnt wie folgt an dieser ganzen Geschichte teilnehmen. Und bitte hört mir jetzt genau zu. Für alle, die jetzt gerade rumrennen, weil sie sich denken, ich höre mir das einfach von weiter weg an. Kommt mal her. Ihr schreibt einfach Folgendes in euren Kommentar, also ganz am Anfang. Und zwar, passt auf, hier kommt es. Mann, die italienische Familie am Nachbartisch ist aber verdammt leise. Und hinten dran, was ihr wollt. Drohungen, Heiratsanträge, Scheidungspapiere, Fick und so weiter. Einfach in... irgendwas hinten dran knallen. Ich freue mich immer, wenn ich mit euch so mit den Kommentaren eben in Kontakt treten kann. Ihr wisst, dass ich jeden Kommentar kommentiere. Ach ja, ihr braucht jetzt übrigens nicht eure Trade- oder Profil-Links oder irgendwie mit rein zu posten. Es macht zwar nichts, wenn ihr es macht, aber es ist Quatsch. Es bringt überhaupt nichts, weil ich ein Auflösungsvideo mache und in dem müsst ihr dann euren Trade-Link posten, also die Gewinner. Versteht ihr? Hier geht es nur um die Ermittlung der Mitspieler mit dieser Catchphrase, die ich euch eben gesagt habe. Also ihr jetzt einfach keine Trade-Links oder Profil-Links oder sowas noch mit dazu posten. Das ist unnötig jetzt. Das hat keine Relevanz. Nächstes Mal könnten wir eigentlich diese geile Desert Eagle raushauen, diese Kunsperazzi da. Ne? Das ist schon ein schickes Teil, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, ist es ein schickes Teil. Ach, klar. Geiles Gerät, kann man nicht sagen. Daumen nach oben, alle hopp, ciao.